Wollen wir die Neugierde super wecken und das können wir mit unseren Sonderausstellungen auch, die nämlich nochmal ganz andere Ansätze zeigen, wie man sich mit Bayer auseinandersetzen kann. Die Idee zu unserer Modenschau, die kam so vor gut einem Jahr, als uns die Kollegen aus Mexiko angeschrieben haben und uns von ihrem eigenen Projekt im Rahmen des dualen Jahres Mexiko-Deutschland berichtet hatten, dass er noch bis April läuft. Gemeinsam mit dem mexikanischen Star-Designer, den wir auch gleich nochmal kennenlernen werden, Armando Mafut, wurden dabei außergewöhnliche Designs entwickelt, die sich eben mit der Life-Science-Welt von Bayer beschäftigen. Jetzt scheinen Bayer und Mode auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun zu haben, weil wir auf der einen Seite den Konzern haben, der hauptsächlich für seine Produkte im Bereich Gesundheit und Ernährung bekannt ist, und auf der anderen Seite haben wir die schillernde Modewelt. Aber wenn wir in die Bayer Geschichte reinschauen, dann ergibt sich da sehr schnell eine sehr große Schnittmenge. Denn als Bayer vor mehr als 150 Jahren gegründet wurde, lag der Fokus in der Herstellung von Farbstoffen für die Textilindustrie. Und nach und nach wurden Möglichkeiten zum Färben von Stoffen bekannt und diese förderten die damals noch unbekannte Individualisierung und dann schließlich auch Demokratisierung der Mode. Der Weg zu farbiger Kleidung, abgestimmt auf individuelle Wünsche, war geebnet dank der Produkte, die damals Friedrich Bayer entwickelt hat, damals noch in Wuppertal, bevor es dann nach Leverkusen ging.
In den 1950er Jahren wiederum revolutionierte Bayer mit neuen Chemiefasern die Modewelt und arbeitet dabei eng mit Designern zusammen. So entstand zum Beispiel seinerzeit der Preis für deutsche Modeschulen, die goldene Bayer-Schere. Und bei dem Wettbewerb ging es um tragbare Alltagsmode, die in eigens organisierten Modeschauen in ganz Deutschland gezeigt wurde. Und in den 50er Jahren waren diese Schauen, in denen die farbenfrohen Kleider präsentiert wurden, beim nachholbedürftigen deutschen Publikum ein ganzer Erfolg. In Mexiko spielen die Farben seit Jahrhunderten eine große Rolle. Sie sind im Alltag allgegenwärtig, sei es in der Gastronomie, im Kunsthandwerk, in Gemälden, aber natürlich auch in der Kleidung. Mexiko ist, kann man schon sagen, gleichbedeutend mit Farben. Das Land ist für seine Farbenpracht bekannt und wird dafür auch geschätzt. Beim solchen kulturellen Erbe ist es kaum verwunderlich, dass ein Nachkomme dieses farbenfrohen Landes, nämlich Armando Mafut, der aus Oaxaca stammt, die Inspiration für seine Avantgarde-Mode schon seit Beginn seiner Karriere aus mexikanischen Traditionen zieht, die er auch immer wieder in Deutschland gezeigt hat. Armando war selbst über 10 Jahre regelmäßig in Düsseldorf Gast, sowohl bei der CPD als auch bei Igedo. Durch seine Kreativität hat sich Armando Mafut zum sicherlich außergewöhnlichsten der mexikanischen Modedesigner entwickelt. Seine Kreationen sind gleichzeitig innovativ und greifen Traditionen auf und spiegeln so das Wesen mexikanischer Traditionen wider. Das können Sie auch in den Bildbänden sehen, die hier überall liegen, die ja noch mehr zeigen, außerhalb der Kreation, die Armando jetzt für Bayer produziert hat. Diese Kreationen fangen die Stimmung des vielfältigen künstlerischen Ausdrucks von Mexiko sowie vielleicht dann auch am wichtigsten den Stolz des Landes an. Und damit schließt sich dann irgendwo auch für uns der Kreis, denn wie Armando strebt natürlich auch Bayer nach kontinuierlicher Innovation. Und während in Berlin heute die Fashion Week beginnt, heißen wir Sie ganz herzlich willkommen zum Bayer Fashion Month. Denn die Modelle von Armando, die können Sie noch bis zum 22. Februar bei uns sehen. Damit erkläre ich die Ausstellung offiziell für eröffnet und hoffe, dass unsere Models gleich umgezogen zum zweiten Lauf kommen. Ich freue mich, dass wir danach sicherlich die Gelegenheit haben, uns bei einem Getränk und so Knabbersachen noch ein wenig auszutauschen und zu erhalten. Wir haben auch extra einen Dolmetscher da. Wenn Sie Fragen an den Designer haben, dann können wir da sehr, sehr gut übersetzen. Ansonsten, wie gesagt, ab morgen werden die Kleider alle hier am Schaufensterpuppen stehen, sodass dann alle Besucher, die während der Zeit bis zum 22. Februar, also bis zu unserer Finanzpressekonferenz, hier in das Beikommen kommen, alle die Gelegenheit haben, sich die Kleider alle in der Ausstellung selbst anzuschauen. Gleichzeitig haben wir noch verschiedene Tafeln hinten angebracht, die nochmal ein wenig Einblick geben in die Gedankenwelt des Designers und in die Geschichte von Bayer in Mexiko, damit wir da auch noch ein wenig das Land vorstellen. Und wenn ich die Musik richtig deute, dann sind die Damen jetzt heiligen Schrittes auf dem Weg nach vorne. Sie sind schon gleich überlegen. Und dann wünsche ich Ihnen allen viel Spaß. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, die Leute sind ja noch eine Zeit lang da, machen Sie gerne Fotos mit den Kleidern und zeigen es Ihnen Bekannten und Freunden. Thank you.
Mano Marcos.